Willkommen. Kontakt zum Jenseits, unser Star-Medium hilft, ist meine heutige Sendung sozusagen der zweite Teil, weil auch gestern war mein Gast Paul Meek. Hallo nach Hause, herzlich willkommen. Kontakt zum Jenseits, unser Star-Medium hilft, ist meine heutige Sendung sozusagen der zweite Teil, weil auch gestern war mein Gast Paul Meek, der es geschafft hat, Verbindungen für meine Gäste mit Angehörigen zu schaffen. Wie das funktioniert und was hier los war, wenn Sie es gestern nicht gesehen haben, hier noch mal eine kleine Zusammenfassung. Also ich trauere um meinen Bruder. Dein Bruder konnte leider nicht seine Liebe immer zeigen. Er hat dich sehr geliebt, aber ihr war ganz unterschiedlich. Aber er war keine Schmuse. Er war nicht eine zu küssen und in umarmen, weil jetzt ganz leise mögt er nur dein Hand nehmen und streichen. Ich möchte gerne mit meinem verstorbenen Mann Kontakt aufnehmen. Ich möchte wissen, ob er bei uns ist und ob er uns hören kann. Natürlich ist er bei euch und ich freue mich so sehr, weil du hast gesprochen von zwei Kindern. Und als ich dich jetzt nur gesehen hatte ich drei Rosen. Habe ich einen Mann gesehen mit einem ganz strahlenden Gesicht, aber wenig Haare. Also, und dann hat er dich geküsst und hat drei Rosen gebracht und hat gerne gegessen. Ja. Und die Kleine hatte guten Appetit. Richtig. Also ich denke, dass wenn du schaust, was er isst, es ist, ob er da ist am Tisch. Hm. Und ich glaube ganz ernst, dass die Kleine kann alles essen und hat sehr viel von ihm. Er liebt beide. Um wen geht's bei dir und was hast du mitgebracht? Es geht um meine verstorbene Mutter. Mhm. Und das war die Uhr und den Ring, den sie bis zuletzt getragen hat. Sie freut sich so sehr, mit wie alles jetzt aussieht. Ob das ist Friedhof mit Blumen, ja, also ob du hast was eingepflanzt. Und das ist ihr großer Freude. Ich wollte gerne noch wissen, ob sie gewusst hat, dass wir dabei waren im Krankenhaus. Ja, sie hat gewusst. Sie war irgendwie wie in Schlaf am Ende. Ja. Sie war im Schlaf, aber du hast sie geküsst. Du hast sie geküsst. Also ich freue mich, dass er über Nacht neue Kräfte gesammelt hat, um heute wieder bei uns zu sein. Hier ist Mr. Paul Meek. Herzlich willkommen. Hallo. Nehmen Sie Platz. Danke. Schön, dass Sie da sind. Wenn ich diese Bilder sehe von gestern, auch selber, wie ich mich gefühlt habe. Für mich war es schon ganz anstrengend, weil es so emotional war. Wie ist das für Sie als Medium? Genauso emotional, ja? Und ja, noch schlimmer, weil ich empfinde auch jede Schmerz und jede Emotion, jede Gefühl doppelt so stark. Mhm. Und die Menschen kommen ja mit so einem Riesending an Hoffnung und Vertrauen und die wollen irgendwas. Gibt es auch Menschen, die vielleicht traurig sind, dass sie vielleicht nicht die Antworten im Jenseits hören, die sie gerne hören möchten? Natürlich gibt es die. Aber ich muss ehrlich sein und nur weitergeben, was ich bekomme. Mhm. Ja. Sie haben ja auch ein ganz persönliches Anliegen, ne, mit dieser Arbeit. Was ist das? Weil ich habe ein Nahtoderlebnis gehabt als Kind. Mhm. Und es war für mich wunderschön, dieses Gefühl, frei zu sein von dem physischen Körper. Und ich möchte diese Angst von Tod wegnehmen, weil wir sind alle konfrontiert mit dem Tod. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn man keine Angst von Tod hat, warum soll man Angst vor Leben haben? Da haben Sie auch wieder recht. Ja. Vielleicht können wir heute wieder das bewirken, was wir schon gestern geschafft haben. Weil meine Gäste sind, auch wenn es traurig war und auch schmerzvoll in manchen Momenten, aber ich glaube, die sind ein bisschen gerader hier rausgelaufen, weil sie sagen, da ist eine Verbindung und das ist auch eine Hoffnung, an die ich mich klammern kann. Ja. Vielleicht können wir heute so etwas Ähnliches bewirken. Ich begrüße meinen ersten Gast. Hier ist die Barbara Herz. Nimm doch Platz. Barbara, du bist seit einem guten Jahr Witwe. Anderthalb Jahre. Wie starb dein Mann? Und woran starb er? Der hatte Kehlkopf- und Speiseröhrenkrebs. Mhm. Ja, 8 Jahre. Mhm. Gab es für dich schon mal, ich sag mal, einen Kontakt oder dass du gemerkt hast, Mensch, da ist noch was von meinem Mann übrig geblieben, da verfolgt mich noch was? Ja, also ich habe also eine ganze Menge Dinge erlebt, die ich eigentlich vorher gar nicht für möglich gehalten habe. Ich habe einen Hund, einen Mops, und der kennt eigentlich meinen Mann gar nicht, weil ich den nach seinem Tod gekauft habe.
Und auf meinem Geburtstag letztes Jahr sprang der hoch, rannte zu seinem Hocker bei uns in der Kneipe und bellte den Hocker an. Mhm. Und das macht er zu Hause andauernd. Also er, abends, wenn du sitzt und Fernsehen siehst, auf einmal springt der Hund hoch, läuft zur Couch und bellt die Couch an. Da ist gar keiner, wir sind ganz alleine. Ja. Oder er hält auf einmal den Kopf hoch, als wenn ihn jemand streichelt. Ich meine, es hört sich ein bisschen fantastisch an. Aber er reagiert, der Hund, als würde ihn jemand streicheln. Mhm. Und dann hatte ich dieses Erlebnis mit dem Anrufbeantworter. Also wenn ich nach Hause komme, dann spule ich den immer sofort zurück und höre mir an, was drauf ist. Und ich hatte nur einen Anruf drauf. Und ich habe das zurückgespult und habe deutlich die Stimme meines Mannes gehört, weil der hatte logischerweise eine andere Stimme als früher, ja, da ja Kehlkopf operiert war. Und er sagte klar und deutlich Zeitung auf dem Band. Nun habe ich mir 4 Zeugen geholt, weil es ja ziemlich... Nur das eine Wort Zeitung. Nur das eine Wort Zeitung. Und dann habe ich mir 4 unabhängige Zeugen hochgeholt. Ich habe eine ganze Kneipe voll, ich kann mir holen, so viele ich möchte. Und habe denen nicht gesagt, was ich denen vorspielen will. Ich habe nur das Band zurückgespult und habe ihnen das vorgespult, gespielt. Und die haben also unabhängig voneinander klar und deutlich Kalles Stimme erkannt. Mhm. Und dann habe ich in die Zeitung gesehen und lese natürlich Bild und BZ als Berliner und lese eigentlich nur Politik und was so da drin steht. Aber auf der letzten Seite war so eine Liebesbriefserie. Ja. Und da habe ich so einen kleinen Artikel da drin gefunden. Da habe ich gedacht, das kann eigentlich nur für mich sein. Und dann habe ich in die Zeitung gesehen und lese natürlich Bild und BZ als Berliner und lese eigentlich nur Politik und was so da drin steht. Aber auf der letzten Seite war so eine Liebesbriefserie. Ja. Und da habe ich so einen kleinen Artikel da drin gefunden. Da habe ich gedacht, das kann eigentlich nur für mich sein, weil das so seiner Art entsprach. Das habe ich mir, ja, ich habe es dummerweise hier raufgeklebt, deshalb kriege ich es nicht mehr ab. Da hat er, das war eigentlich, ursprünglich war das mal ein Brief von Ronald Reagan an seine Frau. Ja. Und daraus ist das, da hat er geschrieben, wenn du nicht da bist, fühle ich mich verloren in Zeit und Raum. Es ist mehr als Liebe, was ich für dich empfinde. Ohne dich bin ich nicht vollkommen. Das ist das Zeichen. Okay, aber das ist wunderschön, was du erzählt hast, weil die Tiere, also die haben eine extra Sinne. Also die spüren, wenn jemand da ist. Auch jetzt, wenn es verstorben ist, als der Geist wird, die Tiere spüren das. Mhm. Ich habe einen Hund gehabt, einmal ganz brav, und es war Katastrophe, als ich meine mediale Arbeit gemacht habe. War immer ganz brav, aber im Moment, wo ich angefangen habe, Durchsagen zu empfangen, hat der Hund die Leute gesehen, als der Geist wird, und der Schwanz ist gegangen und er war ganz aufgeregt. Und ich denke ganz ernst, dass dein Mann ist für mich, wenn ich schaue dich an, wenn ich nehme deine Hand, spüre ich ihn ganz, ganz stark. Das war die große Liebe. Du hast kein einfaches Leben gehabt. Du hast schon viel mitgemacht im Leben. Ja. Aber das war die große Liebe. Und er war wahnsinnig tapfer. Also ich habe das Gefühl, er hat immer versucht, seinen Humor zu behalten, hat immer gelacht und hat immer was Lustiges gefunden. Auch jetzt mit seiner Krankheit und dass er konnte nicht normal reden, alles ist mir ganz klar. Aber der Humor war immer da. Ja, und er liebt diesen Hund. Und wenn du sagst, ja, er hat den Hund aber nicht gekannt, er hat dich geführt mit diesem Hund. Er hat dich geführt. Also Gefühl, wie das alles so gekommen ist, dein Mann hat seine Hand da drin. Es ist, ob er wollte sagen, richtig, das glaube der ich Hund auch. Nimmst du, weil der Hund ist auch lustig. Ja, ganz lustig. Ich denke ganz ernst, dass dein Mann hat sehr viel Spaß mit euch. Was ich spüre, ist ein wunderbarer Mensch und er war auch sehr, sehr, sehr vielseitig. Ich habe das Gefühl, dass er war sehr tolerant, dass er hat jeden Mensch, egal wie die waren, akzeptiert. Richtig. Und das hast du auch. Und das ist eine wunderbare Gabe. Und ihr beide sind, es war eine ganz tiefe Beziehung. Und es war vielleicht eine außergewöhnliche manchmal.
aber es war ganz tief und das bleibt und kein Mensch kann das wegnehmen. Ich kann in einer kurzen Zeit nur sagen, dass er ist wahnsinnig stolz auf dich, weil durch allem hast du sehr viel Kraft und du kommst immer wieder durch und er führt dich weiter. Ich weiß jetzt, dass manchmal bist du down und er fehlt dir, aber so viel, ich gehe jetzt in deine Wohnung und er ist da, er ist da. Alles, was da ist, hat eine Beziehung mit ihm. Hast du mich verstanden? Alles. Aber es muss nicht nur sein Bild sein, es kann ein Gegenstand sein, es kann Blumen sein. Alles hat einen Bezug zu ihm und ich spüre ihn ganz, ganz stark da. Er geht auf deine Haare und ich weiß nicht, aber vielleicht hat er in Erinnerung mit anderen Haaren. Er konnte mein Puschel nicht leiden. Ja, irgendwas, er möchte das ändern. Also das schaut ganz toll aus, dein Haar. Aber er möchte das ändern. Irgendwas, da will er ändern. Aber das musst du selber jetzt überlegen. Okay? Mehr kann ich nicht sagen, weil ich denke, er ist so nah zu dir und das ist dann so schon so schön. Ja, danke. Dankeschön, okay. Pomik. Okay. Bleib mal kurz, Barbara. Das, was du jetzt im Kurzen gehört hast, ist vielleicht die Bestätigung, was du schon seit anderthalb Jahren fühlst. Ne? Richtig. Ja? Dass du, auch wenn alle sagen, das ist irre und der ist weg und viele gehen ja sehr sachlich mit dem Tod um, weg, aus, ist für dich trotzdem noch eine Beziehung da, ne? Ja. Ja? Mhm. Hilft dir das, wenn der Paul sagt, ja? Ja, ich habe ja auch Pauls Buch vorher gelesen. Also es stimmt schon alles ganz genau. Ja. Okay. Dankeschön, dass du da warst. Alles, alles Gute für dich. Bis gleich, Barbara. Und wir begrüßen meinen nächsten Gast. Hier ist Irene. Herzlich willkommen. Irene, wie geht's denn jetzt so kurz bevor der Paul mit anfängt? Naja, es geht. Es geht. Soll ich ein bisschen helfen oder magst du erzählen, zu wem du Kontakt haben möchtest? Zu meinem Sohn. Er war 16 Jahre alt, wir starben. Aber das ist wahnsinnig schnell gegangen, gell? Ja. Weil was ich spüre, ich spüre, dass es war natürlich furchtbar Schock für dich, aber für ihn ist es alles so wahnsinnig schnell gegangen. Und mein Gefühl ist, dass er nicht gelitten hat. Nein, überhaupt nicht. Wirklich, das ist Sekunden, es war so schlagartig und ich habe das Gefühl, dass er hat überhaupt nicht gelitten, aber für dich war das natürlich ein großer Schock. Er ist heute sehe, es geht ihm sehr gut und ich meine, dass er war seelisch sehr weit. Es kommt durch, er war jung, aber es kommt durch sehr viel Weise in ihm. Also und vielleicht konnte er das aber nicht zeigen. Also hör mal jetzt ganz ernst, ich denke, dass er konnte alles nicht zeigen, seine volle Potenzial. Das ist richtig. Also und vielleicht hatte Schwierigkeiten manchmal, was zu lernen oder zu zeigen, aber er ist in der geistigen Welt sehr, sehr, sehr weit und sehr, sehr, sehr stolz auf dich. Ich möchte nicht Fragen stellen, aber wir sind jetzt im November und um diese Jahreszeit habe ich das Gefühl, er zeigt mir Blumen. Also es muss nicht jetzt heute sein, aber diese Jahreszeit, Herbst. Kannst du nachschauen, ob Geburtstag oder Sterbetag oder etwas Wichtiges da ist, eine Erinnerung mit ihm? Jetzt nicht mehr, nein, das war im August. In August, aber ich möchte, dass da du hat kannst er schöne Blumen nachschauen, wirklich, weil ich weiß jetzt, es kommt immer alle Heiligen in meinen Kopf und das ist jetzt vorbei. Und es kann sein, dass da hast du Blumen am Grab gebracht, aber ich möchte, dass du kannst nachschauen mit ihm, was haben wir dann früher gemacht im Herbst, gab es irgendwas? Weil ganz ernst, du schenkst ihm viele Blumen und er ist sehr dankbar dafür. Aber heute kommt viele Blumen über dich, wenn ich schaue dich an, ist es, ob alle Art von Blumen möchte er dir schenken in Gedanken, nur zu sagen, dass er so nah ist zu dir und bleib dein Sohn. Bleib dein Sohn. Und du warst einfach eine sehr, sehr gute Mutter, weil du hast das auch nicht so ganz einfach gehabt. Aber du hast dein Bestes getan. Es kommt sehr viel Achtung. Also er
gibt dir viel Achtung als Mutter, viel Lob als Mutter. Und das ist sehr schön. Ist er ganz alleine dort? Er ist nicht alleine. Ich habe ihn gesehen mit einer Dame. Und dann habe ich zwei Männer gesehen. Ich weiß nicht, aber wer die Männer sind, aber die Dame hätte ich getippt auf eine Oma. Es war eine Frau da. Sie war sehr einfach gekleidet, als ich sie gesehen habe. Bisschen fester als du vielleicht, aber sehr lieb. Und sie hatte Schutz an, als ob sie wollte ihr schonen, ihr Kleid. Ganz lieb. Und sie habe ich gesehen, und zwei Männer. Und ein Mann hatte Glatze, hat nicht so viele Haare gehabt. Und er hat dich ganz lieb gestreitelt. Also es ist, ob die gekommen sind mit ihm und möchte ausrichten, die passen auf ihm gut auf. Das kannst du das? Vater. Ich denke, es ist der Vater, weil du hast was von dem Vater. Wenn ich schaue, die Gesicht an, die Züge, das hast du. Aber ich habe natürlich ihn gesehen ohne Haar hier. Kein bisschen da, hat er ein bisschen da hinten, aber ganz wenig. Aber er hat irgendwas von dir in der Züge. Okay, er grüßt dich ganz gerne. Mehr kann ich nicht sagen, ganz ernst. Aber nimm die Liebe an von deinem Sohn. Ist eine wunderbare Seele. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Monika. Irene. Der Volker, so heißt dein Sohn, ja, ist mit 16 im Mexiko-Urlaub plötzlich verstorben. Ja. Blinddarmdurchbruch und wie Paul, ohne dass er es wusste. Ja. Wirklich von einer Sekunde auf die nächste. Aha, ist er plötzlich. Und es ist 10 Jahre mittlerweile her. 88. Ja, 88, über 10 Jahre, 14 Jahre. Und du hast es bis heute, ich glaube, keine Mutter kann das verwinden, wenn das Kind, wie Paul schon gesagt hat. Also man geht nicht davon aus, dass die Kinder vor den Eltern sterben. Aber du hast wirklich immer noch Erinnerung und... Richtig. Ja. Hilft dir das? Das weiß ich nicht. Wenn du weißt, dass es ihm jetzt gut geht, das muss helfen. Das muss ich auch ein bisschen verarbeiten. Das musst du verarbeiten und ich glaube, das muss man auch verleben, ein paar Tage, was hier heute passiert ist. Ich sage auf jeden Fall danke. Ich weiß, das war nicht einfach für dich, aber du hast das prima gemeistert. Dankeschön. Bis gleich. Bis gleich, ja? Geh einfach zu meinen Kollegen rüber, schau mal. Gut. Kommen wir zu meinem nächsten Gast, das ist die Angelika. Hier ist sie. Angelika, was hast du uns mitgebracht? Ich habe eine Kette meiner Tochter und ihre Zahnspange. Mhm. Deine Tochter starb letztes Jahr. Ja. Mhm. Woran starb sie? Bei Stefanie ist eine Ader im Kopf geplatzt. Mhm. Ganz plötzlich, sie war kerngesund, ist zur Schule gegangen und nicht wiedergekommen. Mhm. Wie alt war deine Tochter? 11. 11 Jahre. Ich denke mal, du sprichst bestimmt als Mutter mit deiner Tochter, ne? Ja. Wartest du auf ein Zeichen oder gibt es irgendwas, was du ihr noch mit auf den Weg geben willst? Naja, eigentlich meine Liebe, aber die hat sie, das weiß sie. Mhm. Das Einzige, was ich habe, sind halt Fragen. Mhm. Ich weiß, dass sie bei mir ist. Mhm. Also ich spüre sie auch, ich sehe sie auch. Ja. Und das ist dann wunderschön. Ja. Und sie war auch sehr erwachsen für 11 Jahre. Ja. Also als ich sie spüre, hätte ich sie als 13 oder 14 geschätzt. Also irgendwie ist sie in ihrer Art sehr reif und sehr erwachsen. Und ich denke auch, ich weiß, es ist nicht immer so ganz einfach als Mutter, aber ich denke, dass ihr beide haben sehr viel Spaß miteinander gehabt auch und sehr viel zusammen gelacht. Und das ist, was so wichtig ist. Und sie, weil es so schnell gegangen ist, ist immer das Problem, dass es ein Schock ist für dich. Wenn man krank ist, man ist innerlich ein bisschen vorbereitet, innerlich und so eine schnelle Tod. Aber ganz ernst, sie war immer gut drauf. Ich habe das Gefühl, dass sie war sehr optimistisch. Und so spüre ich sie jetzt. Und es ist nicht immer so. Manchmal Kinder können launisch sein. Aber sie war in der Früh ein bisschen. Sie brauchte Zeit in der Früh. In der Früh war nicht ihre Zeit. Ja, ich dachte, beim Aufstehen, da wollte sie, wie sagt man, Morgenmuffel. Ja. Na, ein bisschen war sie schon. Ja. Aber dann lacht sie jetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie war sehr temperamentvoll irgendwie. Aber sie ist
sehr, sehr liebevoll. Die andere Dame hat gesprochen von einem Hund und deine Tochter hat auch Tiere sehr gern gehabt. Es kann sein, dass sie hat nicht die Gelegenheit gehabt, jede Tier herzunehmen. Ja. Aber sie hätte gerne Tiere, weil sie redet von Tieren und hat gesagt, Mutti, es gibt Tiere hier. So, ich weiß, dass sie hat Katzen sehr gemocht und auch Hunde gemocht. Ja. Und es ist, ob sie hätte Haustiere auf alle Fälle. Ja. Kannst du das überlegen? Ja. Und es ist ein Hund, es gibt einen Hund in die geistige Welt. Also redet von einem Hund, es muss nicht ihr Hund gewesen sein. Es kann sein, ein Hund in der Verwandtschaft, in der Familie ist gestorben, dass sie gekannt hat, dass sie gemocht hat. Aber sie bringt einen Hund mit heute. Okay? Was muss ich sagen, weil ich spüre diesen Hund hier. Und dann habe ich einen Mann. Ich habe gedacht, wer ist der Mann? Weil es kommt ein Mann mit ihr hier und ich habe eine väterliche Gefühl. Es ist auf keinen Fall ihr Vater, aber es ist jemand schon in der Familie. Also, und ich denke, die Opa wird schon gut passen und er möchte dir ausrichten, dass er schaut auf deine Tochter wie ein Papa. Wie ein Papa. Ganz lieb. Hat nicht immer viel gesagt. Also es kommt jetzt ganz, ich habe telepathisch gesagt, du kannst mit mir reden. Will er nicht. Er will dir nur ausrichten, dass er da ist, dass er schaut auf die Tochter. Und sie ist wahnsinnig lieb. Ich weiß, jedes Kind isst Eis gerne, aber irgendwie jetzt sehe ich verschiedene Eis. Ob es gibt etwas mit Eis, so, ob jemand hat gerne. Und auch die Name Christine, Christine, auch Christa, irgendwas so ähnliches. Kann sein, jemand in der Schule. Du musst das überlegen jetzt, ob sie hat eine Freundin, ob die haben gerne verschiedene Eis gegessen, ob sie wollte verschiedene Sorte von Eis. Also das zeigt sie mir jetzt. Und sonst war sie sehr vernünftig mit ihr Essen, weil Kinder essen gerne Schokolade und Pommes frites und alles, was ungesund ist, gell? Aber ich denke, sie war ziemlich vernünftig mit das Essen. Aber sie zeigt mir jetzt einen Löffel und Eis ist da. Und sie möchte dir das geben. Okay. Du musst mich schauen jetzt. Es ist ein bisschen lustig, weil plötzlich wollte ich dir einen Löffel in den Mund stecken mit Eis. Vielleicht meint sie, Mutti, es gibt doch was Süßes da für dich auch im Leben. Okay? Es ist alles, muss ganz schnell gehen, alles, weil ich möchte dir helfen, aber wir haben natürlich nicht die Zeit, in Details zu gehen. Aber sie kommt ganz, ganz gut drauf, lustig und locker hier durch heute. Gell? Und sie hat gar nichts gespürt. Es ist so früh alles gegangen. Was ist deine Frage? Ob sie Angst hatte. Sie hat im Krankenwagen halt gesagt, dass sie stirbt. Und da hat man nicht dran geglaubt. Ich denke, dass sie hat das, als gesagt, gespürt. Sie war sehr reif für ihr Alter. Aber sie hatte keine Angst gehabt. Es ist alles so schnell gegangen. Und ob alles, was ich mache, ob es richtig ist, der richtige Weg? Ja, geh weiter. Geh weiter. Mehr kann ich nicht sagen. Sie ist mit dir, aber das weißt du. Ja. Das weißt du. Und du hast so viele Sachen noch in ihr Zimmer. Du hast alles da. Alles da. Sie hat gesagt, schau in die Schränke. Sie weiß, das alles ist da. Und sie, und du redest mit ihr jeden Tag. Du machst das gut. Mach weiter. Ja. Okay. Bleib bitte sitzen. Sei so lieb. Dankeschön erstmal. Hast du irgendwas gespürt, Angelika? Ja, Stefanie. Deine Tochter gespürt in dem Moment, ne? Ja. Also, ja. Es ist ein komisches, also ich habe ja auch ihr Buch gekauft und gelesen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, dass ich nach ihrem Tod, also dass mein Mann mich abgeben kann, weil ich Stefanie an meiner Schulter habe. Ich habe sie immer nur an der rechten Schulter und ich weiß nicht, warum nur rechts und immer die gleiche. Also ich sehe sie, ich kann sie halt nur nicht spüren, aber sie ist da. Mhm. Ja, nur wenn es mir halt sehr schlecht geht, dann nicht. Ja, aber das ist ganz klar, sie wird auch ihre Vorschritte machen. Es wird eine Zeit kommen, wo du würdest leider sie nicht so oft spüren, weil die machen auch ihre Vorschritte in die geistige Welt, aber du bleibst immer der Mama. Ja. Gell? Und sie ist immer da für dich. Danke dir, bleib noch einen Moment sitzen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir wieder da. Von
Mieke ist bei mir. Wir haben gerade schon seine Fähigkeiten erleben können. Jetzt drängt sich mir trotzdem noch mal eine Frage auf, weil ich bin ein relativ fantasievoller Mensch. Wenn ich mitbekomme, wie sie agieren und wie sie Kontakt bekommen, ist das dann so, wenn sie jetzt mal so ganz banal durch die Straßen laufen, kriegen sie das dann auch mit oder müssen sie da wirklich in so eine Konzentrations-Meditationsphase kommen? Weil ich es so, dass wo ich meine mediale Arbeit mache, dann mache ich mich medial auf. Ja. Also, und dann mache ich mich zu, sonst würde ich verrückt, wenn ich auf die Straße gehen würde. Natürlich. Oder in jedes Lokal. Und, ja. Und weil jeder Mensch hat einfach jemand in die geistige Welt. Natürlich. Also das ist eine Sache, dass ja. Ich habe gelernt, das kann man sagen, off and on. Ja. Zu machen. Es ist natürlich auch schwierig, jetzt sind Sie relativ bekannt und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele kommen, egal wo Sie sind, am Flughafen oder in irgendeiner Bahn oder so, dass Sie denken, Mensch, können Sie nicht mal eben. Das ist nicht so einfach. Also nein. Um das jetzt auch nochmal zu sagen, es ist nicht Hokuspokus, was wir hier machen, nein, nein. Sondern es ist eine Fähigkeit und da braucht man seine Konzentration, auch seine Kraft. Ne? Ja, das ist wahr. Ja. Und Gott, ja, Leute, natürlich, die kommen und sagen Hallo und dass die mich kennen und die grüßen mich gerne, ja. Aber ist es nicht so, dass die Pfoten ja. auf der Straße, dass die bekommen eine mediale Durchsage von mir, Gott sei Dank. Ja. Begrüßen wir meine nächsten Gäste. Okay. Ja? Yvonne und Marianne, herzlich willkommen. Hallo, ihr beiden, ihr seid so schlank. Ich glaube, das geht zusammen auf der Couch. Das ist Paul Meek. Yvonne und Marianne, man muss ein bisschen erklären, in welchem Verhältnis ihr steht. Das ist fast ein Verwandtschaftsverhältnis, kann man fast. Kann man sagen, ja. Ja, wollt ihr das den Zuschauern erklären? Also, ich muss dazu sagen, mein Mann ist voriges Jahr verstorben und sein Sohn vor 4 Jahren. Und das Sohn? Ist die Freundin gewesen genau. von meinem Mann. Freundin, also fast Schwiegermutter, kann man sagen. Ja. Okay. Und ihr seid beide hier, weil ihr auch das nicht verarbeitet habt und weil ihr ganz viele Fragen habt, an beide Männer sozusagen. Ich möchte nicht Fragen stellen, aber ich wollte, ob das hat was zu tun mit einem Unfall. Weil was ich spüre ganz stark, ist nicht zwei Männer. Du hast gesagt, dein Mann und der Sohn. Ja. Aber was ich gespürt habe, war in meinem Kopf irgendwie hinten Schmerz in den Kopf hinten. Nichts mehr. Aber ich habe ein Lachen gehört von einer jungen Stimme. Und ich nehme an, dass vielleicht das ist doch der Sohn. Ich habe nur Lachen gehört. Ich habe bis jetzt kein Bild bekommen. Aber ich habe einmal gespürt und dann war dieser Schmerz ganz hinten im Kopf. Und das, also ich weiß nicht jetzt, mehr kann ich nicht sagen. Hat eine was Schmerzen gehabt im Kopfbereich? Weißt du das? Ja, Kopf. Gut, mein Mann hatte Lungenkrebs und zum Schluss. Es kann auch Metastasen sein. Im Kopf gewesen. Im Kopf ja. gewesen. Dann vielleicht. Es ist immer sehr schwer, weil ganz ehrlich, ich nehme deine Hand und ich versuche jetzt Kontakt zu bekommen und es kann sein, dass ich habe eine Querverbindung. Manchmal das passiert, da zwei Seelen möchten sich gleichzeitig melden und dann etwas, was ich sage, passt auf die eine und etwas, was ich sage, passt auf die andere. Und deswegen muss man schon ein bisschen Geduld haben. Aber dein Mann, ich habe ihn jetzt, er hat dann doch Schmerzen doch im Kopf gehabt und er hat doch Schmerzen auch hier auch gehabt am Ende. Er hat natürlich Medikamente und alles bekommen, aber er hat Schmerzen gehabt. Und er war sehr, 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 sehr tapfer und will jetzt, dass die Verbindung da ist. Also du möchtest mir was fragen mit deinem Freund. Erstmal wollte ich sagen, dass ich vor 7 Jahren auch schon einen Freund verloren habe und der hat einen Unfall gehabt. Er hat einen Unfall gehabt. Ich habe eine Querverbindung, ich kann nicht, ich habe etwas mit einem Unfall. Und manchmal, das ist das Problem in so einer Sendung, ich möchte auf Kommando alles machen, aber ich muss sagen, was ich durchbekomme. Und ich habe bei dir ein Lachen gehört von einer jungen Person und er hat einen Unfall gehabt. Und wenn das ist dein erster Freund, ich kann nichts jetzt machen, dass er meldet sich und er möchte durchkommen. Er hat dich bestimmt auch geliebt und es war kein Abschied da. Und deswegen kommt er. Es war kein Abschied da. Es war aber problematisch.
Es war problematisch. Aber ich gehe jetzt zu deinem Mann, weil dein Mann wollte einfach alles in Ordnung hinterlassen. Er hat gesagt, es tut mir sehr leid vor diesem Chaos. Und ich weiß nicht, was der Chaos ist. Ob das war ein Chaos für dich emotional oder ob das ist, dass einiges war nicht so einfach für ihn ganz am Ende. Aber sein Wunsch war, dass alles in Ordnung war für dich. Ja, das stimmt. Er wollte alles irgendwie gut hinterlassen und dass Ordnung war. Und an der Chaos kann sein, dass bei ihm, ich glaube, er hat sich wahnsinnig angestrengt, weil er war krank und wusste schon, dass er gehen musste. Das wusste er schon, auch wenn er nicht gesagt davon. Er hat geahnt. Und ich glaube, dass ganz am Ende ist es, ob es alles so schnell gegangen ist, ganz am Ende. Gell? Aber er sagt zu mir, ich kann das nicht erklären, ich habe geahnt. Und er ist sehr froh jetzt, dass ihr hat einander. Dass dieser Kontakt da ist. Und ich nehme an, ich denke, jetzt bin doch mit dem Sohn jetzt, weil es kommt immer mit dem Mann ein Gesicht da und zwischen euch und sehr viel Liebe. So ich nehme an, das ist doch jetzt der Sohn. Ich kann ganz ernst, es ist sehr schwierig, weil ich sehe ernst jetzt deinen Mann immer da. Aber es ist, ob dein Sohn möchte doch durchkommen. Und er hat dich sehr, sehr geliebt. Es kommt durch, dass er hat dich sehr geliebt und liebt dich immer noch. Und er ist auch sehr, sehr froh mit dieser Verbindung hier. Das ist natürlich immer so schnell, dass man muss in ein paar Sätze so viel sagen. Aber ich glaube, du hast das auch gewusst, dass er hat dich sehr geliebt. Wirklich. Und er konnte auch sehr ein bisschen stur sein. Der Sohn, er ist jung, aber ich habe das Gefühl, man konnte ihn nicht bremsen, wenn er was in seinem Kopf hat. Und ich glaube, dass von dem ersten Blick hat er gesagt, also von dem ersten Blick hatte es, ist, ob er wusste, das ist die Freundin für mich. Ganz ernst. Ihr möchtet jetzt, dass ihr beide können alles natürlich überlegen, was sie gesagt habt. Dein Mann, es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Okay? Weil du denkst sehr oft an ihn und du bist mit ihm in Gedanken. Aber es geht ihm gut. Und Mai, der Monat Mai kommt hier. Monat Mai, ich möchte, dass beide kann überlegen, gibt es was Besonderes in Mai? Und dann habe ich auch eine Dame gesehen. Muss man schauen, ob jemand in seiner Familie ist da oder hat irgendwas mit Mai. Also, Dame. Gell? Kannst du schauen, ob das ist? Und man muss schauen auch nach manchmal Hochzeitsfesttag oder ob man etwas Besonderes gemacht im Mai. Also schau nach den schönen Erinnerungen. Also ich habe, es war alles jetzt so schnell, aber ich hätte geschätzt, im Mai oder Anfang Juni, ich habe Rosen gesehen und die sind nicht ganz aufgegangen. So da habe ich gedacht, die Jahreszeit. Kannst du danach schauen? Okay, danke schön. Okay. Gab es so ein paar Verbindungen, die stimmten, ne? Ja, etwas, ja. Also man muss natürlich alles überlegen. Mhm. Das ist auch jetzt mit der Aufregung, vielleicht fällt euch das in ein, zwei Tagen, was war im Mai, gab es da irgendwas? Oder oh, Anfang was? Juni, das kann genauso passen. Ja. Du wüsstest jetzt nicht ab. Okay, das macht mir nichts aus. Was ich machen möchte, ist, dass du kannst nach Hause gehen und schau, ich habe eine Dame gesehen, es war eine ältere Frau. Also, und ich dachte, dass dein Mann hat sie getroffen in der Geisterwelt. Ich möchte da schauen. Okay? Weil es kann sein, dass etwas da ist und das ist die Verbindung. Es ist immer das Problem, dass auf die Schnelle, man hat nicht alle Datum im Kopf und man muss dann wirklich ein bisschen nachschauen. Okay. Okay? Danke euch beiden. Ja, und ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Ja? Danke. Danke, dass ihr beiden da wart. Euer Applaus. Wir begrüßen an der Stelle die Bianca. Herzlich willkommen. Bianca, ich kann das vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Der Tod von deiner Oma hat dich völlig aus der Bahn gebracht.
kann das vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Der Tod von deiner Oma hat dich völlig aus der Bahn geworfen, ne? Total. Ihr hattet ein ganz besonderes Verhältnis, ne? Magst du uns davon erzählen? Ja, wie soll ich das erklären? Also meine Oma, die war 30 Jahre für mich da. Also das war mein Ein und Alles und das fing mit 11 Jahren schon an, wenn sie für 2 Wochen in Urlaub gefahren ist. Dass ich geheult habe, diese Ängste hatte, sie loszulassen, sie kommt nicht wieder. Und das war schon von Kind auf, so vom Erzählen kenne ich das zum Teil nur. Und, oder wenn ich weg musste, ich konnte nicht weg, ich musste nach Hause und musste sie anrufen. Und naja, und ich war eigentlich fast bis zum letzten Tag bei ihr. Sie hat 8 Wochen gebraucht. Und der Arzt sagte zu mir schon, da sagt er, gehen Sie nach Hause, sie wartet nur, dass Sie weggehen. Mhm. Und ich bin den Tag nach Hause gegangen, weil ich, wie gesagt, 2 Monate, ich habe wirklich keinen Schlaf gehabt. Und in dieser Nacht ist sie gestorben. Ich bin auch nachts wach geworden, aber habe das irgendwie gar nicht wahrgenommen. Mhm. Hast du dich von ihr verabschieden können? Verabschieden, ja. Verabschieden. Es ging eigentlich 8 Wochen, dass ich nur da war, ob sie es noch mitgekriegt hat. Mhm. Aber es sind seitdem Sachen passiert, wo ich nicht klarkomme mit. Wo die Leute sagen, Mensch, lass dich einweisen, du bist nicht normal. Aber es ist keine Einbildung. Aber ich denke ganz ernst, du bist schon ein bisschen fix und fertig mit den Nerven. Also du bist sehr überfordert. Und die Oma war für dich eigentlich wie eine Mama. Mehr als Oma. Sie war wie eine Mama. Sie war eine starke Persönlichkeit. Und sie hat, also was ich bekomme, wenn sie war krank, sie war im Bett, sie konnte nicht alles sagen. Und ich dachte auch, dass sie konnte sich nicht mehr so bewegen. Aber sie hat schon mitbekommen, dass du da warst und sie will nicht, dass du dieses Schuldgefühl hast. Du hast irgendwie das Schuldgefühl, warum war ich nicht da ganz am Ende? Warum bin ich nach Hause gegangen? Warum war ich nicht da? Und ich glaube ganz ernst, dass sie hat kein, ja, es gibt keinen Abschied, weil sie ist immer noch deine Oma und sie ist immer noch da für dich. Aber sie macht sich ein bisschen Gedanken über dich, weil du kommst mit alles nicht klar aus. Ist ob zurzeit die einfachste Sachen, vielleicht aufräumen in der Wohnung oder